Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich habe den Run restartet vom letzten Mal. Dementsprechend sind wir direkt im Basement gelandet und wieder mit Isaac unterwegs natürlich. Wir haben ja keine anderen Charaktere bisher freigeschaltet. Werden wir jetzt einfach mal gucken, was wir jetzt schaffen. Schlüssel. Ah, das sind wieder diese Viecher, die sich immer in den Kreisformationen bewegen. Damit ich lerne, die Gegner kennen, das ist gut. Ja, dich hasse ich schon mal, das weiß ich. Wow. Dass ich da Schaden gekriegt habe. Richtig unnötig. Richtig unnötiger Schaden einfach schon. Gleich am Anfang. Stirb. Ich will noch nicht zum Boss, bevor ich nicht irgendein Upgrade habe. Das halbe Herz nehmen wir doch gleich mal mit. So. Und dann da hoch. Was bist denn du? Also euch kenne ich ja. Von früher. Dich liegt das wichtig. Gut, aber du bist auch tot. Okay. Da ist der Itemraum. Was ist das denn? Warum ist der Itemraum so komisch? Oh, erstmal das Feuer hier aus. Homing Shots! Oh, das ist cool. Also, es ist jetzt nicht das Geilste, aber... Ja, gut, eigentlich ist es Bullshit, weil... Also, ich hätte halt am liebsten, mal Damage ab. Oh, der Duke of Flies. Aber in einer speziellen Version. Homing Shots, für die, die es nicht wissen. Verfolgen die Gegner so ein bisschen. Waren aber meiner Meinung nach schon früher immer so... Ja, toll, ich hatte halt Homing Shots. In den seltensten Fällen braucht man es wirklich. Ist es überhaupt nützlich. Ihr seht, wie die... Wie lang, also vielleicht bei richtig hoher Tiers ab und richtig hoher Tiers Geschwindigkeit ist es ganz nett, aber aktuell eher weniger. Aktuell möchte ich einfach nur Duke of Flies kaputt machen. Dass ich von dem schon getroffen wurde, ist mir ja schon zu viel. Au, das, dafür konnte ich nichts für den Schaden. Das muss man ehrlich sagen, während der Flieger mich reinschleudert, bei der Movement-Geschwindigkeit, die ich gerade habe, da habe ich keine Chance gehabt. Ja, ihr großen Viecher, ihr geht mir halt ein bisschen auf den Sack, weil ihr lenkt ein bisschen zu arg von dem Duke of Flies ab. Danke. Sterbt, sterbt, sterbt und sterbt. So, HP ab. 4 Herzen und Homing Shots nach der ersten Ebene. Das ist ganz okay, ist aber auch nicht das Beste. Wir haben einen Schlüssel, einen Itemraum, wir werden es verwenden. Das ist ein Spacebar-Item. Das hatten wir, glaube ich, in diesem Run. Hatten wir jemals Spacebar-Items bisher auf Binding of Isaac? Folge 3, wir haben, glaube ich, noch nie Spacebar-Items gehabt. Auch geil. Dieser Spacebar-Item löst man mit, wie es der Name schon sagt, mit der Spacebar aus. Füllt sich alle drei Räume, wie man da oben an den drei Balken sehen kann, auf. Und ja, wenn wir das einsetzen, in diesem Fall werden die Gegner langsamer. Jedes Spacebar-Item hat also seinen eigenen Vorteil. Das müssten die Fliegen sein, die in zwei Richtungen schießen, die roten. Ich will aber ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Ja, das sind sie. Gehen wir mal hier runter. Was für ein hässlicher Raum. Jo. Wer legt eigentlich immer diese großen Kackhaufen im Bein hier weiter? Ich meine, habt ihr schon mal überlegt, da muss ja ein riesiges Monster irgendwo unterwegs sein, der diese riesigen Kackhaufen legen kann. Das Miese ist jetzt hier in der Kombination dieser roten Fliegen. Normalerweise sind die roten. Oh ja, natürlich habe ich Schaden gefressen. Normalerweise sind die roten Fliegen gar kein großes Problem. Weil sie immer an einem vorbeischießen. Aber diese schwarzen Fliegen, wurde das hier gerade echt blöd. Das ist ein blauer Stein. So nannten wir ihn zumindest früher, der klingt. Nette Sachen, in diesem Fall blaue Herzen. Also blaue Herzen sind da fast immer drin. Können aber auch andere Sachen drin sein, wie zum Beispiel The Rock. Ich weiß nur nicht, ob ich The Rock schon freigeschaltet habe. Was ist denn das? Zwei Trollbomben. Es waren immer Trollbomben? Ja, es waren immer Trollbomben. Okay. Das ist nicht nett. Geht mal weg, Viecher. Bomben, das ist nett wiederum. Wir könnten wieder nach einem Geheimraum suchen, habe ich gehört. Itemraum haben wir schon gefunden. Naja, da war das Spacebar-Item drin, genau. Du Viech warst auch böse jetzt. Mal gucken, ob hier der Geheimraum drin ist. Ja. Setz mir ein. Nein. Health down. Oh, das ist einer der miesesten Pillen, die sie mir hätten geben können.
Toll, Monstro. Also es gibt immer jede Pille in gut und böse. Aber man weiß vorher, normalerweise ist es halt mal das PhD, nicht welche Pillen das sind. Bei PhD werden sie nach kurzer Zeit sichtbar. Oder sind sie direkt sichtbar. Ich weiß nicht genau, wie es beim neuen Rebirth ist. Beim Rebirth ist. Früher war es auf jeden Fall so, da waren die, war es nach ein paar Frames, waren die Pillen dann irgendwann wieder sichtbar. Man wusste, was sie ist. Wusste dadurch natürlich dann auch, ob man sie einsetzen möchte oder nicht. Mit einem anderen Charakter, beziehungsweise durch ein Item, nämlich dem Luckfoot, kann man... Na, stirb. Die Box, perfekt. Kann man, wenn durch Luckfoot kriegt man nur gute Pillen. Ich glaube, das bringt mir mehr Penny. Bombs are key. Jetzt habe ich drei Bomben gegen drei Schlüssel getauscht. Das, der Flat Penny bringt mir, wenn ich Bomben einsammle, dass ich Schlüssel kriege. Das ist gut. Der Hangman, dadurch wird mein Kopf von meinem Körper getrennt und ich kann fliegen mit meinem Kopf. Das ist ziemlich nützlich. Zwei Münzen und eigentlich kein Interesse, dieses Stockwerk weiter zu durchsuchen. So, wollt ihr eigentlich mal so einen Albtraum sehen? Lass mal diesen einen Albtraum hier drin. Er hat Angst, irgendwie in einer Kiste gefangen zu sein und zu ersticken. Okay, interessant. So, gucken wir mal. Spinnen. Ich hasse Spinnen. In diesem Spiel. Bin ehrlich gesagt gar nicht mehr so empfindlich. Also, je nachdem, wie groß sie sind. So kleine Spinnchen machen mir eigentlich nicht so viel aus, aber... Ich hasse Spinnen in diesem Spiel, weil sie laufen so komisch random und nerven mich. Und, nee. Komm, geh weg. So. Der Bombman, der jetzt irgendwie nicht mehr Bombman heißt, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, schmeißt Bomben rein, wenn man ihn aber richtig hier festhalten. Manchmal kann man ihn so festhalten mit seinen eigenen Bomben, ihr habt es ja am Anfang gesehen. Dann kriegt er richtig schön Schaden. Ja, angelehnt natürlich an den Bomberman zumindest, von dem Spiel Bomberman. Sehr kreativ, ne? So, tot. Schlüssel. Weiter geht's. Da sind Gegner, die ich natzen möchte. Weg. Auch da ist der Itemraum auch. Das ist richtig schön. Komm, stirb. 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 Gut. Du auch. Blaues Herz, danke. Und Schlüssel. Der Helm. See through doors. Ich kann jetzt die Geheimräume sehen. Ich kann aber nicht durchgehen. Ich kann nur sehen, wo Geheimräume sind, meine ich. Es gibt dann noch so einen Röntgenblick, der besser ist. Weil der lässt einen direkt da durchgehen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Irgendwie sowas war das. Jetzt seht ihr hier auf der Karte. Wir machen sie mal heller. Seht ihr so ein Fragezeichen. Ich weiß jetzt, dass hier der Geheimraum ist. Ich kann mich also hier jetzt reinsprengen. Da ich auch schon einen Miniboss auf der Ebene hatte, sollte hier kein Miniboss drin sein. Und ich krieg drei Pillen. Das hier ist eine rote Pill Bad Gas. Okay, die ist egal. Moment, wir heben erst die auf. Die war die Hälfte. Und genau. Okay, dann brauchen wir die nicht mehr aufheben. Dann nehmen wir die noch mit. Pretty Fly. Pretty Fly ist sowas ähnlich wie die Protection. Fliegen nur eine einzelne. Entsprechend habe ich jetzt eine kleine Protection. Im letzten Mal hatte ich ja die Protection Flies. Die waren ja ein bisschen netter. Was ist das? Maske. Rockpicks. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme aber, glaube ich, trotzdem den Flat Penny mit. Ihr könnt mir ja mal erzählen, was das ist. Und dann. Die Trinkets habe ich echt keine Ahnung. Da bin ich richtig, richtig unwissend noch teilweise. Aber ich möchte jetzt am Anfang erstmal auch. Au. Ich will nicht immer Schaden kriegen. Ist ja voll nett mal. Au. What the fuck. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass die Dinge explodieren. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, seht ihr? Weil Schüsse sind toll. Schüsse sind echt toll. Ich hasse euch. Okay, jetzt seid ihr eine andere Form. Ich hasse euch trotzdem. Ändert nichts. Ihr habt einfach bei mir schon beim ersten Run damals verkackt gehabt. Hier gibt es auch noch in der Laserstrahlenform. Da machen schießen die Lasers. Die waren hart. Sind hart. Oh, jetzt sind die nicht auch noch in der anderen Version da. Ah. Weg. Wie ihr seht, die Homing Shots machen einfach echt was gar nicht. Also ein bisschen was, aber nicht viel.
Joa, dann würde ich sagen, wir können mal nach dem Supergeheimraum suchen. Der müsste theoretisch ja auch auf der Ebene versteckt sein, wenn ich jetzt schon alles sehen kann. Suchen wir doch gleich mal nach dem. So, wir gehen nicht durch den Geheimraum, weil wir da ja nicht mal rauskommen. Übrigens nett, dass die Geheimraumtüren jetzt immer offen sind. Man muss da jetzt nicht neu reinspringen. Oh nee. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesen Raum wollte. Aber die Made verschiebt das sich schon ganz glücklich. Ah. Das habe ich nicht viel. Jetzt verglückt das. Seht ihr meinen Schaden? Soll ich mit so einem Schaden spielen? Ich brauche ein Schadensupgrade. Oh, jetzt war Homie schon nützlich. Jetzt war es irgendwie doof. Gut. Warum finde ich keinen super Geheimraum? Sehe ich den da mit diesem Item nicht? Ist die, bin ich gerade echt von einer gesichtslosen Made kaputt gemacht worden? Die Dinger wissen nicht mehr, wo ich bin. Die laufen random durch den Raum. Oh mein Gott. Die sind langsam und alles. Und denen darf man eigentlich nicht getroffen werden. Das ist Schande. Ja, ich sehe den. Oh, doch, ich sehe den super Geheimraum. Ich habe ihn nur nicht auf der Karte gesehen. Wir sehen das Fragezeichen. Ich bin doof. Sorry. Sorry. Weil im Supergeheimraum können richtig nützliche Sachen drin liegen, wie zum Beispiel ein weißes Herz. Wir werden das, wenn das weiße Herz da ist, mal auch, werde ich euch erklären, was das weiße Herz kann. Hier drin sind aber hauptsächlich rote Herzen. Die sind aber auch ganz nett, falls wir im Bossfight verletzt werden, wobei wir da so viel auf der Ebene inzwischen haben, dass es wahrscheinlich eh egal ist. Tja, schade drum. Wer ist es denn? Chubby Chub Chub Chub. Gegen dich habe ich ja schon mal verloren. Aber der Raum ist schöner jetzt und ich habe genauso viel Schaden wie das letzte Mal. Aber wie gesagt, der Raum ist schöner. Und ich spiele im Vollbildmodus. Ich habe das letzte Mal nicht im Vollbildmodus gespielt. Und das war ein Fehler. Das war definitiv ein Fehler. Na, erstmal seine Maden hier weg. Chubby. Stop. Putzing Maden. Ihr seht, wie wenig fucking Schaden ich ihm mache, ne? Ich finde das nicht nett vom Spiel, dass es mir nie Schadensupgrades geben möchte. Aua. Okay, wir brauchen doch den Helfraum. Gut, dass wir ihn freigesprengt haben. Wir benutzen gleich mal einen Bombentrick. Nein. Egal, hat trotzdem getroffen. Aber er soll sich schlucken. Stabil. Man kann ihn nämlich die Bombe fressen lassen, dann macht es richtig schön Schaden. Jetzt machen wir noch die kleinen Maden hier am Arsch, bevor die uns noch töten. Er hat so ein blaues Herz gedroppt, das ist ja nett von ihm. Das müssten Pillen bringen, genau. So, was war das hier? Das ist Pretty Fly. Perfekt. Das kann man verwenden. Das macht. I found Pills. Achso, das ist einfach nur so eine leere Pillpraktisch. Wir haben 3 Pretty Flies, das ist richtig gut. Das ist besser als, wenn wir... Ich hätte einfach die beiden halben Herzen hätten sammeln können. Egal. Ich wollte zum Geheimraum, bis es sich gelohnt hat. Besser als die Protection Flies, wobei ich jetzt auch nicht böse wäre, wenn ich die noch bekäme, dann hätte ich nämlich einfach 5 Fliegen um mich herum. Fakt ist aber, trotzdem haben wir kein Schadensupgrade bisher. So, was träumt er diesmal? Er kriegt ein Geschenk und da drin ist eine Perücke, damit er aussieht wie Maggie. Schön. Maggie werden wir auch noch kennenlernen, den Charakter. Das ist gleich ein Boss. Deswegen sieht der Boss interessant aus. Ich würde gern... Alter. Der Boss erinnert mich an eine... Also der Boss sieht aus wie eine ganz komische Form von einem Boss. What the fuck? Das wusste ich nicht, dass der das kann. Wie eine ganz komische Form von einem Boss, den es früher schon gab. Da ist aber der Geist aber immer hinterher geflogen. Und das Viech war schnell und so. Das sieht auch interessant aus, das Viech. Komm, stirb mal. Ich muss dran denken, dass ich die Hangman-Karte noch für den Notfall habe, aber... The Left Hand appears. Okay. Was macht die Left Hand? Left Hand, Darkness, was? Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal mit. Ich habe keine Ahnung. Was. Diese Schlüssel haben wir inzwischen genug. Genug. Könnten wir bitte alle mal in Frieden leben? Au. Ich hasse diese Viecher. Au, au. Komm. So. Homing Shots macht das Ding mal kaputt. Ein halbes Herz, das brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade. Da muss ich mich nicht mit meinem Hangman-Kabel hinbringen. Man kann übrigens Türen, wie ihr seht, auch aufspringen. Bringt nur nichts, weil wenn man dann wieder reingeht, sind die Viecher wieder da.
Und zwar alle. Also auch die, die man schon getötet hat, müssten dann wieder da sein. Zumindest war es früher so. Keine Ahnung, wie es heute ist. Aber deswegen sollte man immer einen Raum cleanen. Außerdem muss man dafür meistens Bomben verschwenden, was man ja auch nicht will. So, euch Viecher mag ich ja so gar nicht, habe ich gehört. Obwohl, ihr seid... Ja, ihr seid ganz komisch. Ihr seid echt ganz schön komisch. Mag euch echt nicht so sehr. Wow. Einen habe ich. So. Wir müssen ein bisschen... Alter. Jo. So viele Viecher und ich weiß nie, wenn ich fokussen soll, weil wenn die verschwinden, tauchen die ja random irgendwo auf und dann... Alter. Du bist nicht mehr der gleiche. Richtig behindert. Ja, es werden langsam, wie ihr seht, weniger. Den habe ich noch gekriegt, gut. Geht auf, perfekt. Der ist auch weg, gut, dann noch einer. Gut. Drei Bombe. Da ist der Geheimraum. Ach, der kann jetzt auch an solchen Räumen angreifen. Gut, oh Gott, wo muss ich denn hier aufsprengen? Wahrscheinlich irgendwo hier so, oder? Ja, perfekt. Das Feuer erstmal ausmachen. Diesen Raum verstehe ich noch nicht so ganz, was der mir bringt. Wir wissen, dass hier drüben der Shop ist. Wir könnten uns in den Shop reinsprengen, aber so viele Schlüssel, dass das eigentlich egal ist. Und die Homing-Shots haben gerade die kleine Fliege lieber verfolgt als... Wow. Hier sind die Homing-Shots gerade zum richtigen Nachteil. Aber die Pretty Flies sind verdammt zum Vorteil. Die beschützen sich richtig gut. Ach, warum feuerst du denn, wenn ich auf dich schieße, hä? Tun die das jetzt doch? Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Ja, wir brauchen gar nicht in den Shop gehen, wir haben so wenig Geld. Das sind 8 Münzen, ist nicht wirklich genug, um einen geilen Trade rauszuholen. Aber den Schlüssel brauchen wir auch nicht. Super. Hat sich gelohnt. Ich hasse diese Tiere. Wie schnell ist denn ihre Feuergeschwindigkeit, bitte? Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich habe gestern auf dem... Ah! Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Okay. Ich habe gestern auf Twitter gelesen, wie sich Zombie... also Miss Chessie hat die ganze Zeit gefühlt, wie Zombie sich über das Spiel gefreut hat. Und gesagt, oh, ist das nicht schön hier alles? Und ich denke so die ganze Zeit da und denke so, ah, ist das alles scheiße hier? Hilfe, lass mich hier raus. Aber nein, das Spiel ist richtig geil. Ich freue mich da richtig drüber. Bin echt froh, es vorbestellt zu haben. Das Yamhart regeneriert Herzen, wenn ich es einsetze. Ist ein Spacebar-Item und wir werden es mitnehmen, weil es besser ist als Mom's Bra. Was nicht heißt, dass es gut ist. Es ist nur besser als Mom's Bra. Machen wir erstmal das. Wow, 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 wow. Das ist ja die kleine Version von dem ekligen Boss. Okay. Verstanden. Mag ich nicht. Mag ich so gar nicht mögen. Geh kaputt. Kaputt. Alles schön kaputt gehen. Ich finde es übrigens schön, es gibt so viele YouTuber, die jetzt dieses Spiel spielen und bei allen sieht es halt trotzdem irgendwie anders aus. Das ist echt cool. Könnte ich bitte das Ding haben. Also, es lohnt sich echt bei mehreren YouTubern, dieses Spiel zu sehen, weil alle so ein bisschen das Spiel anders erfahren. Geh weg. Hilfe. Man darf die Spinnen, muss man zwar töten, aber man darf die Viecher vor allen Dingen nicht so lange leben lassen, weil sonst kriegt man ja immer mehr Spinnen. Okay, das die... Oh. Die Homing-Shots sind gerade richtig nervig. Aua. Alter. Jo, jo, jo. Wir setzen das Yamhart ein. Ihr seht, ein Herz hat sich regeneriert. Das war praktisch ein tragbares, reusable, health-regen, bla bla. Ausgerechnet du. Obwohl, lieber du als das andere Viech, glaube ich. Das spricht mir so doof rum. Stimmt. So. Wir haben kein blaues Herz mehr. Schade drum. Was ist das für ein Zeichen? Hä, da. Achso, da ist eine Karte. Ja, die komme ich nicht ran, außerdem habe ich der Hangman. Dann gehen wir mal. Achso, den Boss haben wir noch gar nicht gesehen. Wir müssen mal gucken, wo noch der Boss ist. Ja, Mensch. Gehen wir mal hier hoch. Oh, was seid ihr für blöde Räume? Und was seid ihr für... Oh mein Gott, was ist denn? Ja, viel zu kleine Kugeln für mich. Früher hatten diese Viecher viel größere Kugeln. Die Explosion schaden. Ist ja hässlich. Ich weiß nicht, ob ich mich zuerst fokussieren soll. Ich habe immer so ein Problem mit Fokus bei diesem Spiel. Meine Range reicht nicht. Meine Range ist kleiner als ihre. Mhm. So ist das Spiel angenehm. Wenn die Range klein ist. Habe ich das Viech überhaupt schon einmal getroffen? Komm, komm, komm.
Kerb und einer ist weg. Schießt jetzt immer so die Homing-Shots runter. Das ist ein bisschen, bisschen okay an Homing-Shots. Also ihr seht, Homing-Shots haben Vor- und Nachteile. Sind jetzt aber nicht so, dass man sagen muss, oh nein, Homing-Shots, schrecklich. Aber es ist auch nicht so, dass man sagt, yay, Homing-Shots. Ah, das ist die Gravity-Ding da. Geh mal weg. Aua. Spring halt einfach auf mich, diesen Baby. Mit Scheiße um sich wirft. Alter, wie schnell springt denn das? So schnell kannst du doch nicht ausweichen. Und das ist überhaupt kein interessanter Bossfight. Ah. Du blödes Mistvieh. Boah. Also du musst erst dieses ranziehen. Oh, 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 oh. Fat Baby, you're not cool. Au, wie soll man denn da ausweichen, Mann? Alter, springt so schnell und es nervt mich so hart. Du bist ja dem Boss von der will, ist die Folge zu Ende, ne? Ihr seht ja, 20 Minuten. Ich hab mich daran. Also 10 Minuten sind schon rum. Ich habe ja 10 Minuten gesetzt. Was ist der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Sprung? Kann ich nicht immer den großen machen? Muss er den kleinen da überhaupt machen? Nein! Ja komm, und er macht dieses komische Blut total unregelmäßig in riesigen Abstand von sich. Ah, ich habe noch ein halbes Herz. Hör auf! Hör auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Oh, komm nicht mal über eine Folge hinweg. Oh Mann. Und das alles nur, weil mein Schaden nicht erhöht wird. Habt ihr gesehen, ich habe schon wieder kein Schadensupgrade bekommen. Den ganzen Run lang. Nächster Run. Jo. Bis gleich.